Aufklärungsflugzeug. So. Hier haben wir ein wundervolles Gameplay mit der Mosin. Tolles Rifle. Hier gerade in COD WAW. Eins der Top-Rifle. K98 und Mosin sind so wirklich die Top-Tier-Rifle, die das Spiel im Bolt-Action-Bereich anführen. Und wie man hier sieht, Iron Sights super smooth, super clean. Damit kann man richtig schön arbeiten. Am Anfang auch den ein oder anderen No-Scope-Kill gemacht. Sehr glücklich darüber. Ist in meiner Ansicht in diesem COD-Teil sogar noch mit Bolt-Action-Rifles durch das doch sehr kleine Fadenkreuz, also Spray-Radius, sogar gut möglich, wie man auch gesehen hat. Man kann sich natürlich nicht drauf verlassen, ist aber in späteren Teilen auf jeden Fall schwerer. Hatte ich aber schon bei anderen Videos angesprochen und das war ein smoother Kill, den habe ich jetzt nicht mal ansatzweise gesehen. Und ja, wie man hier sieht am Anfang, wir werden hier auf jeden Fall häufig in unseren Spawn-Point hier in dieser Bahnhofsstation zurückgedrängt. Wir machen aber unser Bestes draus, versuchen so viel an Leuten zu bekommen, wie wir können. Bisschen vorpushen und ich bin ganz ehrlich, habt ihr euch mal bei der Mosin diese smoothe Animation des Repetierens angeschaut? Ich liebe wortwörtlich, wie dieses Baby repetiert. Es ist so smooth, so angenehm zu schauen. Ich mag es wirklich sau gerne zu sehen, wie die Mosin repetiert. Und schon wieder so ein schönes No-Scope. Und direkt weiter hier. Manchmal trifft man halt nicht, leider. Aber passiert und dann einfach weiter. Und die S-Minen liegen ja natürlich hier überall schön verteilt rum. Und Roundhouse. Eine Map für Camping und Sniping wie gemacht. Früher auf jeden Fall so, wo das Spiel rauskam, so 2.8. Alter Falter da oben auf dem Gerüst, wo man rauf konnte. Nur Sniper. Eine ganze Runde teilweise waren nur Leute da oben. Das war Wahnsinn. Muss ich ganz ehrlich sagen, wie die Leute sich da oben vercampt haben. Aber ich verstehe es. Man hat da teilweise wirklich einen sauguten Überblick über die Map. Gerade wenn man den Spielmodus mit Flaggen spielt beispielsweise, kommt man wunderbar Kontrolle halten und die Gegner einen gewissen Bereich einengen. Das war auf jeden Fall verdammt gut möglich damals und ich vermisse es wirklich, dass ein paar der Server heutzutage einfach nur Team Deathmatch haben, Capture the Flag und das war's. Oder Crouch-Only-Server sind. Die habe ich schon damals nicht verstanden, die werde ich heute auch noch nicht verstehen. Die gibt es in jedem COD-Teil auf dem PC, der Server hat, wo man Regeln machen kann und ich verstehe bis heute nicht. Hardcore Crouch Only, ich weiß nicht. Und das ja noch als taktischen Server betiteln. Ich weiß nicht, was daran taktisch ist, nur zu kriechen. Dennoch nur Hardcore und dann sind teilweise auf manchen Servern Sekundärgranaten oder Primärgranaten sogar verboten. Wenn man, ich weiß nicht, was das, wie man auf die Idee kam, aber das war in 100 Pro gab es die in MW1, 100 Pro gab es die in WAW. Und auch in BO1 habe ich die da auf jeden Fall gesehen. Ich bin mir über... Haben wir noch einen Server-Browser gehabt jemals? Nein, hatten wir nicht. In den dreien aber 100 Pro. Und ja, das ist halt... Ja. Schade eigentlich, dass... Gerade auch der Crouch Tactical Server einer der meistbespielten Server heutzutage selbst noch, also der 2020 ist. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber gut, dass wir hier noch andere Server haben wie den hier, wo fast alles erlaubt war. Das Einzige, was hier verboten ist, ist ja der Granatwerfer und das Scope bei dem M1 Garand. Sonst ist alles erlaubt. Jeder Spielstil vom Rusher, vom Knife Rusher oder Knife Runner in dem Falle bis zum Camper. Alles ist sonst erlaubt und das macht es halt in meiner Ansicht zu dem letzten guten Server. Ich habe auf diesem Server tatsächlich aber auch gespielt schon. Ich weiß gar nicht. Ich habe auf jeden Fall auf anderen Servern gespielt, wo das Spiel rauskam. Aber ich glaube, der war auch schon seitdem da, also vorhanden. Bin ich mir sogar schon fast sicher. Und ich bin froh, dass die Server noch online sind. Auch gerade in Black Ops 1 zum Beispiel habe ich ja auch vor diesem Jahr genommen. Am Anfang dieses Jahres aufgenommen. Gerade mal. Und da waren ja auch noch gerade die ganzen Server online. Also sind noch gut gespielte Server. Finde ich auch super angenehm, dass die noch so aktiv sind.
Wäre wirklich schade, wenn das Spiel aussterben würde, sowohl das hier als auch Black Ops 1. Also, ja. So, jetzt nochmal ein bisschen was zu der Waffe. Russisches Standardgewehr des Zweiten Weltkrieges. Und da dachte ich mir so, okay, er lässt mich in Ruhe, ich lasse ihn in Ruhe. Fair. Das war auch mein lieber Freund mit dem Bajonett. Wer sich an eine andere Folge erinnern kann, der hat mich auch einmal verschont, als ich auf dem Boden lag mit Second Chance oder wie sich das nannte. Deswegen dachte ich mir, ich habe seinen Namen gelesen, dachte mir so, okay, lass ich ihn abziehen und fertig. Und das ist er schon wieder und... Nee, das war er doch nicht. Diesmal war er es nicht, das war er. Aber, ja. Ich verstehe schon... Das Bajonett ist in meinen Ansichten auch ein verdammt starkes Extra, gerade für die Bolt-Action-Rifles. Wenn man Only Bajonett spielt, ist natürlich eine andere Geschichte. Mache ich jetzt hier in diesem Falle ja nicht. Only Bajonett heißt wirklich nur Nahkampfkills damit, gar keine Fernkampfkills und ja. Na, wunderbar. Der hat mich wunderbar gewallbankt, muss ich sagen, durch das Flugzeug. Awesome. Und ich muss jedes Mal, wenn ich jetzt mir die Gameplays anschaue, ich habe jetzt schon seit einer Weile nicht mehr gespielt, weil ich ja alle Gameplays aufgenommen habe, aber die Maps. Alter Falter, sind die Maps schön. So detailgetreu, also Detail, so viel Detail drin, so viel Assets, die überall rumliegen. Es wirkt einfach so schön gemacht. Vielleicht nicht die realsten von der Platzierung, von den Sachen her und so, aber es wirkt einfach so stimmig. Stimmig zum Spiel. Das ist Wahnsinn. Wie gut das aussieht hier auch mit der abgestürzten B-17 müsste das sogar sein. Die ganzen Bunker, die wir hier haben. Also es ist wirklich awesome gemacht und... Ah. Es war wirklich ein Top-Game damals. Aber dazu muss ich auch sagen, dass gerade auch in dem Vorgänger MW1, genauso wie in den Nachfolgern, die Maps auf jeden Fall immer sehr super waren. Es gab ein paar TOD-Teile mit schwächeren Maps im Sinne von auch nicht ansehnlich. Ich rede jetzt nicht vom Layout und vom Gameplay her, sondern vom rein optischen Design. Da gab es einige, die extrem gut waren. Es gab einige, die nicht so gut waren, aber der Großteil aller Maps in der COD-Reihe von den Teilen, die ich sehr aktiv gespielt habe, hatten vor allem saugute und sauschöne Maps. Und auch allein diese Map hier zum Beispiel, ich finde, die ist so schön anzusehen und sie spielt sich auch so verdammt gut. Diese Kombination aus hübsch anzusehen und gut zu spielen ist heutzutage relativ schwer hinzubekommen. Wenn ich jetzt so an den Skandal über 2042 war das, glaube ich, oder? Oder wie hieß jetzt der neueste Battlefield-Ableger? Da gab es ja, also Skandal, nicht so sehr. Es ist halt einfach kein so gutes Game gewesen. Aber die Maps an sich waren einfach so leer und, ach Gott, so weitläufig. Es wirkte nicht, auch nicht wie ein Kriegsgebiet. Es hieß ja viel Zerstörung, viel Umweltkatastrophe und bla bla bla. Ich will jetzt nicht großartig drauf eingehen, aber die Maps wirkten einfach zu clean. Und einfach nicht, als ob das wirklich so zu der Atmosphäre passt. Eher so sauber geleckt. Naja, egal. Ist jetzt so ein Vergleich, was heutzutage teilweise für Maps rauskommen. Und wenn man sich die hier so ansieht, hier wurde schon häufiger gekämpft. Hier ist schon Artillerie eingeschlagen. Es fehlen bei den Gebäuden Dächer, es ist auseinandergesprengt, es ist nicht mehr heile, es liegen Sachen rum, als ob hier einfach alles stehen und liegen gelassen wurde oder ob man sich nicht mehr aufs Aufräumen konzentriert hat, sondern einfach hingelegt hat, weil man hier im Einsatz ist im Krieg. Und da Sandsäcke, dann liegen da Fässer, da ist was kaputt, hier ist was kaputt. Es ist einfach so dermaßen atmosphärisch gewesen, selbst der Multiplayer. Ich muss sagen, die Story war auch super, die Story war auch gut umgesetzt, aber gerade so hier der Multiplayer hat auch ordentlich gute Atmosphäre gehabt. Und ja, wir haben jetzt hier das Bajonett dabei. Läuft super. Wir sind nur vielleicht nicht der beste Schütze mit dem Bolt Action, aber hey, ich glaube, deine Feuerrate zu urteilen war es eine DP-28, bin mir nicht sicher. Aber hätte der uns gut getroffen, wenn wir am Arsch gewesen. Zum Glück hat er daneben geschossen. Und, na, von wo werden wir angeschossen? Aha, da. Und, ja, wunderbar haben wir ihn getroffen. Da ist noch einer. Perfekt. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, mit dem Gewehr, ach, es ist so befriedigend, jemanden anzuschießen, weil das Gewehr ist einfach so super smooth. Und das hier ist zum Beispiel eins der Gebäude, was scheinbar direkt von der Artillerie
getroffen wurde. Das Dach ist teilweise weg mit der hinteren Wand. Das ist halt eine dieser Sachen, die ich meine mit. Es sieht super gut aus, es ist super atmosphärisch. Und ja. Eigentlich gibt es kaum noch was da groß zu sagen zu. Wir sind jetzt einfach noch hier ein bisschen mit dem Bolt-Action-Rifle unterwegs. Machen noch ein paar solide Kills. Bam. Easy. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel, also sowas wie ein Remaster oder Remake, vielleicht wäre es schön, weiß aber nicht, ob sich das wirklich rentieren würde. Zweiter Weltkrieg hatten wir jetzt in letzter Zeit wirklich genug an Spielen. Ich glaube, jetzt kann es erstmal eine Weile ruhen. Auch der Erste Weltkrieg in meinen Ansichten. Aber vielleicht mal wirklich nochmal versuchen, das hier aufleben zu lassen. Vielleicht als kleines Extra mal so zwischendurch. Wäre auf jeden Fall schön. Oder grafisch mal schön grafisches Overhaul machen. Weil das Spiel mit der neuen Engine vielleicht grafisch ein bisschen besser, gameplay-technisch ein bisschen besser, würde ich echt gerne sehen. Vielleicht in ein paar Jahren mal. Also wirklich. Erstmal ein bisschen ruhen lassen, noch das Zweite Weltkriegsteam. Und dann vielleicht mal das Remaken, für ein paar neue Waffen rein oder einfach mal hier anlehnen und hier dran anlehnen, die neuen Teile oder einen neuen Teil. Ein paar der alten Maps zurückbringen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, diese Maps sind groß, sind weitläufig, haben Spaß gemacht, auch mit jetzt zum Beispiel hier 40 Mann. Das hier ist ein 40-Mann-Server, also 20 gegen 20. Es hat echt Laune gemacht. Auf manchen moderneren CODs haben wir große Maps oder haben wir auch kleine Maps, ich weiß es nicht genau. Und passt einfach teilweise gar nicht. So, jetzt haben wir hier den Granatwerfer nochmal zu sehen von der Waffe. Der Granatwerfer der Mosin. Wundervolle Waffe. Wundervoller Granatwerfer. Ich mag das Design der Granaten. Und man sieht mal wieder nichts. Und naja, bis zum nächsten Mal. Euer Remske. Danke fürs Zusehen.